Das ist absolut verrückt. Also ich habe das Gefühl, wenn ich hier springe, dass ich fliege und frei bin. Das ist die Geschichte von Sarah Schott. Noch vor einem Jahr war die Ida Obersteinerin todkrank. Zum Laufen war sie zu schwach. Immer wieder hatte sie Atemnot. Für mich geht es hier wirklich um Leben und Tod. Es ist ein Wettlauf und man ist nicht sicher, ob man den gewinnt. 10 Monate lang wartete die 23-jährige Mukoviszidose-Patientin auf eine Spenderlunge. Der lebensrettende Anruf kam in allerletzter Minute. Wir haben Sarah Schott ein Jahr lang auf ihrem Weg zurück ins Leben begleitet. Weil wir fahren jetzt nochmal heim nach der Uni. Vor einem Jahr hängt Sarah Schotts Leben noch an einem Plastikschlauch. Ohne Sauerstoffgerät schafft sie es nicht zur Koblenzer Uni. Die Freundinnen Hanna und Miriam helfen ihr dabei. So, das ist schon mal wärmer als hier draußen. Ich muss jetzt nur noch nach oben. Sarah kämpft sich regelrecht zu ihrem Studium. Sie will Lehrerin werden. Sarah, ist es jetzt schon wieder so anstrengend, die paar Meter? Ja, es ist schon anstrengend, hierher zu laufen. Also ist ja schon ein kleines Stück. Ich meine, ich kann zwar in der Nähe parken, auf dem Gelände hier von der Uni, aber trotzdem muss ich bis zum Gebäude laufen. Und das merke ich. Und ich bin auch froh, dass ich hier die zwei habe, die mich begleiten, weil wenn ich jetzt noch meine Tasche und noch den Sauerstoff tragen müsste, dann würde ich 5-mal so lange brauchen und 3 Pausen brauchen. Das nimmt mir natürlich schon ein bisschen was ab. Heute ist ein Englisch-Seminar. Yeah. It's like a 3-hour flight. Harry has a great shop there, so we have enough money. Ende 2018 ist sie so oft es geht an der Uni. Aber ein normales Studileben mit regelmäßiger Anwesenheit ist nicht drin. Denn Sarah ist mehr im Krankenhaus als zu Hause. Von ihrer Mutter lässt sie sich zur Uniklinik Gießen fahren. Seit ein paar Monaten wartet sie auf eine Spenderlunge. In Gießen soll sie transplantiert werden. Ich hoffe eigentlich schon, dass natürlich irgendwann bald das Handy klingelt und eine Lunge für mich da ist. Weil ich momentan einfach auch merke, dass ich nicht mehr viel machen kann. Wenn ich nur irgendwas Kleines mache, bin ich direkt sehr K.O. Und ich glaube, irgendwann geht einem einfach die Kraft aus. Und die soll ich mitnehmen. Die soll ich mitnehmen. Bis gleich, gell? Geh rein, gell? Du gehst rein. Ja. Bis gleich. Regelmäßig muss sie in die Transplantationsambulanz. Im Dezember 2018 wartete sie bereits seit 4 Monaten auf das rettende Spenderorgan. Das Laufen fällt ihr immer schwerer. Sarah Schott hat die seltene Erbkrankheit Mukoviszidose. Zäher Schleim behindert ihre Atmung. Schon ihre Schwester ist daran gestorben. Sind die paar Meter jetzt so anstrengend? Ja, ist schon anstrengend. Also, wenn man dann noch einen Hustenanfall kriegt, dann ist das Husten natürlich auch anstrengend. Aber das, naja, ist einfach so. Dann können wir starten. Dann viel Glück. Danke. Für einen 6-Minuten-Gehtest braucht sie einen Rollator. Für Gesunde ein Klacks. Für Sarah eine Tortur. Es waren knapp 150 Meter. Wenn man sich das vorstellt, das sind Strecken, die man im Alltag natürlich eigentlich immer geht und braucht, die man gehen können muss eigentlich. Auf einem Bein. Ja, genau. Springend auf einem Bein. Das schier endlose Warten auf die lebensrettende Lunge. Sarah geht immer mehr die Luft aus. Ein halbes Jahr später, im Frühjahr 2019, in der Mainzer Uniklinik. Der Husten will gar nicht mehr aufhören. Sie braucht mittlerweile rund um die Uhr künstlichen Sauerstoff und Antibiotika. Ein bisschen blendet man das wahrscheinlich auch einfach aus, dass es ja immer schlechter wird. Dadurch, dass es ja oft so ein bisschen schleichender Prozess ist,
wird einem das selber manchmal gar nicht so bewusst. Und dann, man merkt es dann erst, wenn man so ganz bewusst und man sagt, ja, vor einem Jahr ging das und das und das noch. Das Problem, mittlerweile sind die Keime in ihrer Lunge weitestgehend resistent gegen die Antibiotika. Außerdem wird die junge Frau immer schwächer. Als Sarah Schott die Mainzer Klinik verlässt, droht sie, von der Organspende-Warteliste zu fallen. Das würde ihren sicheren Tod bedeuten. Ida Oberstein, noch am selben Tag. Alle werden plötzlich ganz hektisch. Der wichtige Anruf ist tatsächlich gekommen und Sarah hält den Moment mit der Kamera fest. Ich bin seit 3 Stunden zu Hause, vom Krankenhaus in Mainz entlassen worden. Und vor 5 Minuten habe ich einen Anruf aus Gießen erhalten. Ich bin völlig durch, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass der Anruf mitten am Tag kommt. Das ist der perfekte Moment. Ich bin so fit, wie ich wahrscheinlich auch nicht mehr werde. Ich denke die ganze Zeit, ich vergesse irgendwas. Irgendwas fehlt noch. Der Pascal holt meinen Kram. Und meine Eltern, ach, da ist meine Mama, die fährt mit mir. Der RDW ist da, ich glaube, der steht irgendwo vor der Haustür. Er winkt. Papa, wir fahren jetzt. Ich fahr jetzt los. Eine Fahrt ins Ungewisse. Mehr als 10 Monate hat sie auf diesen Moment gewartet. Sie wusste, dass ihr Leben an diesem Anruf hängt. In der Transplantationsklinik in Gießen ist sie mit ihrer Mama um 21 Uhr. Aha. Wie verrückt ist denn das jetzt? Ich kann es noch gar nicht glauben. Alles noch ein bisschen. Wir bereiten jetzt vor und warten, was auf uns zukommt. Das ist unwirklich. Es ist einfach unwirklich. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, dass die Sarah vielleicht heute Nacht im OP liegt. Und dann gibt es ja auch kein Zurück mehr. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Jetzt müssen wir erstmal warten. Ja, das ist immer wieder am schönsten, wenn die Leute dann wieder hierher kommen. Ja. Aufregend. Ja. Aufregend, ich könnte jetzt auch da. Du willst auch ein Bett? Nee, ist alles gut. Guck mal. Ihr Lieblingsplüschtier Pele, ihre Mutter. Fehlen nur noch... Der Papa und der Pascal haben beide einen super tollen Orientierungssinn. Und ich hoffe, sie finden die Station. So, das ist schön, dass wir dich noch wach sehen. Ja, so weit ist es noch nicht. Der Vater Jürgen Schott. Schatz, das sieht fertig aus. Und der Freund Pascal. Ich bin nicht fertig, sondern es dir gut geht und ich übergebe das fertig. Aus Koblenz kommen nachts auch noch Sarahs beste Freundin Miriam und deren Freund. Ich bin sehr nervös, muss ich sagen. Als ich das erfahren habe, dass die Lunge da ist, war ich super einfach. Ich habe gezittert. Ich wusste gar nicht, ob das jetzt wahr ist, ob das wirklich passiert. Es war irgendwie gar nicht real. Ich freue mich, die Sarah zu sehen. Ich freue mich richtig. Ich bin echt gespannt, wie die Stimmung jetzt ist und alle so drauf sind. Ich versuche natürlich, die restliche Zeit, die dann jetzt ist, mit der Sarah zu verbringen. Es kann ja auch nicht gut ausgehen und dann will ich auf jeden Fall bei Sarah gewesen sein und ihr was mit auf den Weg gegeben haben. Alle hoffen, dass diese dramatische Luftnot bald aufhört. Ohne neues Organ droht sie zu ersticken. Um 11 Uhr nachts ist das Spenderorgan noch nicht in Gießen. In der Entnahmeklinik wird untersucht, ob es zu Sarah passt. Trotzdem wird sie auf die Operation vorbereitet. Wie angedroht, das EKG. Ja. Ich habe die Untersuchung. Ich habe hier auch noch eine Aufklärung dabei. Ja. Das hat man sicherlich schon mal mit Ihnen besprochen im Vorfeld. Ich zeige es Ihnen nur mal ganz kurz, dass Sie auch wissen, worum es geht. Alles klar.
Wie wollen wir es machen? Weil ich glaube, die Untersuchung und EKG schreiben. Alle raus? Ja, alle raus. Ja. Alle raus. Schmeißen wir sie alle raus. Ja. Mama bleibt. Mama bleibt. Mama. Gut. Halb zwölf. Jetzt geht es los. Noch die letzten Schnappschüsse. Alle versuchen, gute Laune zu verbreiten. So, mein Schatz. Ich von euch gleich auch nochmal. Alles gut. Lass ihn noch mitfahren. Lass ihn noch mit runterfahren. So, fühlt sich langsam die Erde an. Vorsicht, mach Schutz. Das geht dann auch. Hast du Schlüssel? Ich hab. Du bist so sackcool, wo kommt das her? Keine Ahnung. Man muss es, glaube ich, so nehmen und irgendwie so handhaben, sonst hält man das gar nicht aus. Sie hat sich lang darauf vorbereitet. Es fällt ihr immer schwerer zu kämpfen, dass es einfach immer härter wird. Sie will, dass jetzt was passiert, weil irgendwann, glaube ich, hat sie auch Angst, dass die Kraft nicht mehr reicht. Ja. Das müsst ihr jetzt leisten. Das ich schlafe wir. Gleich. Da brauchst du dir ich keine hab, Sorgen. Ich habe jetzt den gemütlichen Teil vor mir. Mitternacht. Abschied in der Schleuse. Wie muss sich dieser Moment für die Eltern anfühlen? Sie haben schon einmal eine Tochter verloren. Okay. Wir sehen uns. Wir packen es, ja? Alles klar. Tschüss. Ciao. Wir sehen uns. Alles Gute. Wo hast du dein Wort? Wir sehen uns. Sarah weiß, dass dieser Eingriff auch ein großes Risiko ist. Ich habe ein gutes Gefühl. Es ist jetzt komisch, die Sarah so wegfahren zu sehen. Aber es wird alles gut. Aber andererseits auch so, ich bin so positiv, weil ich so ein gutes Gefühl habe. Ich weiß nicht. Wir hoffen und bangen. Sarah geht mit so viel Mut da rein und das muss den eigenen Mut auch stärken. Sie ist so stark. Ja. Jetzt geht das lange Warten für Eltern und Freunde los. Jeder versucht, sich irgendwie abzulenken. Das Herz schlägt wie dolle. 10 Tassen Kaffee oder so irgendwie, so fühle ich mich. Ich habe schon oft gewartet für die Sarah, mit der Sarah, mit den Kindern. Aber das hier ist jetzt nochmal eine Nummer höher. Das ist... Keine Neuigkeiten aus dem OP-Saal. Nichts tun können. Nichts wissen. Unerträglich. Kurz vor 6 am Morgen. Keine Nachricht. Langsam sind sie alle wieder wach und warten immer noch. Hallo. Kurz vor 7, endlich. Eine Schwester bittet alle sofort in den Aufwachraum. So, was uns da erwartet, weiß ich nicht, aber mein Herz schlägt gerade wie dolle. Aufregend. Aufwachraum, jetzt wird er aus und direkt. Dankeschön. Bitte. Orientierungsschwierigkeiten. Wo ist der Aufwachraum? Die Aufwacheinheit, aber da ist niemand aufgemacht.
Morgens um 7. Stein, der vom Herz fällt. Ja, alles gut. Ja, gut. Alles gut. Sie hat eine wunderbare Lunge bekommen und sie schnauft schon damit, hat wunderbare Sauerstoffgase. Ganz toll. Ja, wir kommen jetzt auf die Intensivstation. Prost. Danke. Da sind sie. Halb acht. Endlich können Sie nach den vielen quälenden Stunden Sarah sehen. Na, der Zufrieden wissen Sie ja schon, gell? Alles gut. Ja. Hast du gut gemacht. Ihre Tochter hat den schweren Eingriff überlebt. Die Lunge des verstorbenen Spenders kam um 1 Uhr nachts. 5 Stunden lang wurde Sarah operiert. Doris und Jürgen Schott wollen unbedingt zu ihrer Tochter, die auf der Intensivstation liegt. Die anderen müssen draußen warten. Sie schläft, sie liegt ruhig. Alle Werte sehen gut aus, normal. Sie bekommt momentan nicht viel mit, aber alle sind zufrieden, sehr zufrieden. Es ist ein Wunder. Ja, kann man sagen. Ja. Auch, dass alles so gut jetzt geklappt hat. So, naja, keine Staraufnahme. Aber ich finde, Sarah sieht gut aus. Sie sieht ja, auch gut aus. Finde ich auch. Und entspannt, sie liegt wirklich ganz entspannt. Ja. 24 Stunden später. Die Eltern sind schon da. Ihre Tochter wacht langsam aus der Narkose auf. Sarah wird noch künstlich beatmet, künstlich ernährt und reagiert schon auf die Mama. Schmerzen? Alles komisch noch, aber sonst keine Schmerzen? Alle Werte sind stabil. Sarah atmet in ihr neues Organ. Dr. Ingolf Askewold hatte dem verstorbenen Spender die Lunge entnommen. Der Chirurg schaut immer mit den Fingern. Das heißt, wir tasten die Lunge durch. Ist da ein Knötchen? Ist da ein Tumor? Das weiß man ja davor nicht. Weil die Areale, die in dem Spender nicht gut sind, die werden nachher auch nicht gut sein. Und hier hatten wir das Glück, dass beide Seiten fantastisch waren und eben auch von der Größe genau gepasst haben. Gießen. 3 Tage nach der Transplantation. Jürgen Schott holt Sarahs Freund Pascal ab. Er musste arbeiten und konnte sie nicht früher besuchen. Mir wird, glaube ich, ein Riesenstein vom Herzen fallen, wenn ich sie sehe und sehe, dass wirklich alles gut ist. Weil ich habe es zwar schon gehört, aber gesehen habe ich es noch nicht. Aber ja. Ja. Wie geht's dir? Ja, warm in diesem Bett. Und dir? Ganz gut. Wirst du da auch so gemacht und dann wirst du mit Kurve gehen? Die Lunge ist so leise, weißt du? Sie atmet einfach. Es ist so verrückt. Man merkt, dass die Lunge atmen will und dass sie tief atmen will. Und es geht auf einmal, man kann auf einmal tief atmen. Es ist ganz, ganz tolles Gefühl. Und ich bin sehr dankbar, dass die Familie und der Spender sich so entschieden haben. Und ich hoffe auch sehr, dass die Familie mit dieser Entscheidung ein bisschen Trost findet und ja, dem Tod vielleicht ein bisschen Sinn gibt. Du wirst auf die Lunge aufpassen, oder? Das werde ich.
Die Lunge ist jetzt ja das, worauf ich am allermeisten achten werde. Wir lassen die Sache mal bitte. Ich krieg gleich noch was. Die Patientin braucht absolute Ruhe. Ihr eigenes Immunsystem wird durch starke Medikamente geschwächt, damit die fremde Lunge nicht abgestoßen wird. Wir sagen Tschüss. Sarah muss zu Kräften kommen. Und das geht rasend schnell. Nach 10 Tagen treibt sie ihr Ehrgeiz auf den Flur. Fenster, auch mal ganz kurz auf, obwohl es so warm ist. Ja. Hallo Welt, genau. Zwei Wochen später kann Sarah ohne fremde Hilfe laufen. Sie macht wieder einen 6-Minuten-Gehtest. Sarah, wie war dein Gehtest damals? Also der allerletzte waren tatsächlich nur noch 35 Meter. Und es war auch schon ja, sehr anstrengend alles. Bin mal gespannt. Ich auch. Und los. Sarah Schott und der Laufsteg ihres Lebens. Sie ist überhaupt nicht atemlos, gar nichts. Ne? Das ist ein Wunder. Es ist einfach ein Wunder, weil sie rennt und rennt und... Ja. Wir haben 250, 503 Meter. Ja! Ey. Wie viel? 503. Nee. Das ist 503 einfach. Meter. Sehr wen, ordentlich, sehr, sehr gut. Wen hast du bestochen? Die Uhr. Das war nicht ganz billig gewesen, ne? Ja. Wird morgen wieder absoluten Muskelkater haben, aber es macht einfach Spaß, so laufen zu können. Es ist keine Quälerei mehr. Und das ist toll. Diese ganzen vielen kleinen Flecke, die gehören da so alles nicht hin. Das sind alles diese kleinen Sekretansammlungen. Ja, darf ich das einmal abfotografieren? Aber natürlich. Die beiden. Mach du mal ein Bild. Das ist die alte Lunge. Da sieht man auch überall noch, ja, dass es halt hier gekräuselt ist, wo quasi das ganze Sekret drinnen ist. Und hier die neue Lunge ist einfach viel klarer, ja, viel mehr schwarz letztendlich. Ja, sieht schön aus. Mein neues Leben und das alte. So ist es. Ist ja auch immer noch irgendwo ein Teil von mir. Ne? Obwohl das Organ so schlecht funktioniert hat, hat es irgendwie durchgehalten. Und das bin ich dieser Lunge sehr, sehr dankbar. Cool. 3,5 Wochen nach ihrer Transplantation darf Sarah endlich nach Hause. Ich bin jetzt nicht komplett geheilt, aber ich habe Zeit geschenkt bekommen. Die Mama spürt, dass sie ab jetzt nur noch sehr schwer hinterherkommen wird. Ida Oberstein, 2 Monate später. Ein Grillfest bei Schotts zu Hause. Da kommt das Kleine. Der Spießkörper. Sarah wirkt, als wäre sie nie krank gewesen. So, Papa, ich hab das Fleisch für dich. Wunderbar. Sie genießt ihre neue Freiheit. Freiheit trifft es halt wirklich ganz gut. Ja, man ist wirklich frei. Es ist nicht mehr was einen so zurückbindet. Weil man hat plötzlich diese Luft einfach zu machen, einfach aufzustehen, wohin zu gehen. 8 zu 9. Ja, hallo. Du. 9 zu 9. Mist. Es ist total toll, ich kann mich hier frei im Garten bewegen. Es ist kein Sauerstoffschlauch, der mich da vorne an die Tür zurückbindet, weil er nicht länger ist. Moment. Sieger Sarah. Ich mache und hab Spaß. Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Ihre Freunde machen Musik. Ein ganz normales Studentenleben mit vergnügter Gartenparty. Sowas hat es bei Schotts viele Jahre lang nicht gegeben. Es ist ein Privileg. Achte es nicht als klein, denn Herz tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde.
ist einfach der Wahnsinn, wenn ich so überlege, welchen Weg wir die letzten Monate gegangen sind und wie wir so alle so als Team einfach zusammengewachsen sind. Ja, wir machen mal noch schnell ein Foto davon. Pascal, stell dich mal bereit. Okay. Kameralicht. Sie kann atmen. Kann atmen. Sie kann atmen, ist aber nicht gesund. Ohne Tabletten kann sie nicht überleben. Das ist ihre Wochenration. 250 Pillen. Antibiotika, Antipilzmittel, Nahrungsergänzung. Ganz dringend braucht sie sogenannte Immunsuppressiva. Ich nehme jetzt Medikamente, die quasi dafür sorgen, dass mein Körper die Lunge akzeptiert und nicht abstößt. Und dadurch wird mein Immunsystem so ein bisschen runtergefahren. Dadurch bin ich quasi anfälliger für Infekte oder muss eben besonders auf Hygiene achten, auf Keime und sowas. Ja, also das Zittern ist eine Nebenwirkung von den Medikamenten. Wenn ich jetzt gerade also die Dose zumache, sieht man es vor allem, also allein wenn ich die schon festhalte, man merkt, das wackelt ein bisschen hin und her. Und das mache ich jetzt nicht extra, das ist einfach, weil meine Hände so ein bisschen zittern. Und dann muss man sich immer ein bisschen konzentrieren, dass das klappt. Dreimal am Tag inhaliert sie zu Hause. Ihre Operationsnarben verheilen besser, wenn sie den Dampf einatmet. Sie muss auf die neue Lunge Acht geben, denn die Durchschnittslebenserwartung sind so 5-6 Jahre. Das heißt, quasi die Hälfte der Patienten lebt nach diesen 5-6 Jahren noch, die andere Hälfte nicht mehr. Ich denke eigentlich kaum dran. Ich genieße jetzt einfach die Zeit, in der es mir gut geht. Hallo Sarah, grüß dich. Schön, dich zu sehen. Ja. Das ist wunderbar. Physiotherapie muss sie machen, um wieder zu Kräften zu kommen. Atme hier von nochmal gegen meine Hände, nach oben. Und aus. Nach vorne und nach hinten ziehen, gleichmäßig. Prima. Spürst du noch irgendwo eine Einschränkung? Es geht eigentlich alles schon jetzt echt gut. Mukoviszidose hat die 23-Jährige immer noch. Nur ihre neue Lunge ist davon befreit. Plötzlich habe ich wieder eine Perspektive von 5, 6 oder sogar mehr Jahren. Die hatte ich vor kurzem nicht mehr. Die Option, dass ich jetzt wieder alt werde, besteht auf einmal. Und das ist eher was Positives, als dass es mir jetzt Angst macht. Ein bisschen weiter vor. Halten, halten und hoch. Und aus. 5, 6 Jahre länger leben. Heißt für Sarah alt werden. Gut gemacht. Ein Sonntagsspaziergang im Herbst. Sarah und Pascal besuchen eine Freundin in Idar-Oberstein. Hanna. Komm her. Hi. Hallo. Sarah will ihre Lunge mal richtig testen. Nur 5 Monate nach ihrer Transplantation. Das ist absolut verrückt. Also ich habe das Gefühl, wenn ich hier springe, dass ich fliege und frei bin und ja, einfach wirklich frei bin. Ist in die Lunge so fest schon, dass da nichts passieren kann? Ich habe meinen Chirurgen gefragt, ob das in Ordnung geht und er hat gemeint, ja, solange ich jetzt nicht 3 Saitos mache und ein bisschen vorsichtig bin. Ansonsten meinte er, darf ich. Hallo Leben, was? Genau, hallo Leben und hallo Freiheit. Ja!